Internet, hier ist wieder Bacon-Zirk für euch und willkommen zu meiner Kapitelbesprechung von One Piece Kapitel 974. Bevor wir direkt ins Kapitel einsteigen, zwei Sachen, auf die ihr mich hingewiesen habt, seit dem letzten Video. Diese große schwarze Schattengestalt, die man im letzten Kapitel gesehen hat, ja, das waren die Numbers von Kaido, hatte ich nicht auf dem Schirm, habt ihr vollkommen recht. Und tatsächlich wurde gegebenenfalls die Theorie, dass Denjiro Koshiro ist, schon viel früher widerlegt, nämlich in Kapitel 0. Es gibt ja tatsächlich das Kapitel 0 von One Piece, was bisher tatsächlich offiziell in Deutschland noch nie erschienen ist und noch nie gedruckt wurde, soweit ich weiß. Das hat Oda zur Werbung für Strong World gemacht, den Kinofilm, als der damals rauskam. Und da sieht man quasi die Vergangenheit der One Piece Welt noch vor Rogers Hinrichtung, dann wurde er hingerichtet, dann noch ein bisschen weiter. Und da sieht man schon, dass Koshiro da schon in dem Dorf im East Blue war, mit Kuina als seine Tochter auf dem Arm. Also da war sie schon Baby. Und das passt zeitlich nicht ganz. Denn Roger wurde vor 22 Jahren exekutiert und die Geschehnisse in Wano sind 20 Jahre her. Von daher, ich wusste immer nicht so vorher, oder viele Fans waren sich immer nicht so einig, ob denn jetzt Kapitel 0 wirklich Kanon ist oder nicht, weil Shiki, Goldener Löwe, und der kam ja nicht im Manga vor und so weiter eigentlich ansonsten, und naja, ihr wisst schon. Aber ja, das hatte ich echt nicht auf dem Schirm und darauf wurde ich hingewiesen und deswegen danke dafür. Jetzt schauen wir uns aber an, was mit Kapitel 974 los ist, und oh boy, oh boy. So, ich ärgere mich so, weil klar, kann jetzt jeder behaupten, so im Nachhinein, aber ich habe mir gedacht, dass diese Person halt der Verräter ist, und tatsächlich hat sich das Kapitel bewahrheitet, und ich ärgere mich jetzt so, dass ich das nicht in dem Video vorher erwähnt habe, aber gut, okay. Cover Story, man sieht halt hier, der eine Typ da rettet hier jetzt die Frau von Bege, und ja, okay. Es ist noch ganz kurz ein Flashback, und dann gehen wir tatsächlich jetzt endlich in die Gegenwart. Hier sieht man nochmal den Jiro mit Kumurasaki halt diskutieren über das Geld, und sie sammelt halt das Geld als Kurtisane und gibt es dann ihm, und er gibt es dann wiederum an die Armen weiter. Wobei ich es immer noch seltsam finde, dass sie so, ja, war sie jetzt wirklich eine Hure? So, ist so, hat sie echt so ihren Körper für andere Männer angeboten? War das der Plot? Hat sie das wirklich getan? Ja, finde ich das ganz schön hart von Oda. Bin ich auch trotzdem immer noch so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, aber gut. Dann sieht man, dass Orochi halt immer noch der Stift geht, weil er Schiss hat, und er, während Kaido eigentlich relativ entspannt ist, sagt aber dann, hey, wenn die Typen wirklich nach 20 Jahren wiederkommen, dann tötet die nicht, weil ich will die was fragen. Ich bin gespannt, was die den fragen wollen, aber okay. Und hier sieht man jetzt quasi, dass es schon seit vielen, vielen Jahren den Verräter gab und dass Orochi den schon in sehr jungen Jahren rekrutiert hat. Er war das Kind einer Theatergruppe, und die Eltern wurden halt bei dem Konflikt, wo die Kozukis halt die Macht übernommen haben in Wano, wurden halt die Eltern von dem unter anderem auch getötet in diesem Art Bürgerkrieg, und deswegen hatte er halt ein Motiv, sich mit Orochi einzulassen. Orochi hat ihm auch seine Teufelsfrucht gegeben. Das heißt, an diesem Moment weiß man dann auch, dass der Verräter eine Teufelsfrucht gegessen hat. Und er sagt ja halt hier, dass das mega krass war, weil er wirklich seine Rolle so perfekt gespielt hat. Er hat gar keinen eigenen Willen gehabt. Und er war wirklich bereit, in dem Moment, als Oden in das kochende Öl geschmissen wurde, mit ihm zu sterben. So hat er seine Rolle gespielt. Und das prügelt natürlich den Hype so ein bisschen nach oben, wer denn jetzt eigentlich dieser Verräter ist. Und dann kommen wir endlich in die Gegenwart. Und es wird nochmal gesagt, hier, diese ganzen Ereignisse, die kulminieren jetzt quasi in dieser einen Nacht. Und leider sind von den 4200 Kriegern, die Waffen und Schiffe bekommen haben, keiner erschienen. So, das ist richtig sad. Also ich glaube, die werden noch irgendwie auftauchen, um dann halt quasi in der Stunde der Not dann doch noch zur Hilfe zu eilen. Aber das ist natürlich richtig hart, wenn du dir den Plan überlegst, schon mal den Plan änderst in der Nacht- und Nebelaktion, und einer von deiner Verbündeten halt das Leben dadurch lässt, nur um halt den Plan nochmal an einen anderen Ort zu verschieben. Und dann ist der Tag gekommen des Plans, und dann ist halt keine Sau da. So, weil es immer noch einen Verräter unter den eigenen reingibt. Das ist echt, boah, das ist halt fies. Das ist richtig fies. Aber gut, sie legen dann halt ab und sagen halt, komm, drauf geschissen, wir müssen das jetzt machen. Wissen eigentlich, dass es eine
eine Selbstmordaktion ist, die die hier machen. Und ja, Momonosuke bleibt halt zurück am Strand und die Vasallen seines Vaters fahren jetzt halt nach Onigashima zur Insel von Kaido. Und im letzten Moment ist ja auch noch Kanjuro hier von wegen, hier, Kiku hat recht, wir müssen jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und rausfinden, wer der Verräter ist. Denn einer von uns auf diesem Boot ist definitiv der Verräter. Und dann, bam. Es ist tatsächlich Kanjuro. Kanjuro ist der Verräter. Und ich ärgere mich wirklich so. Am letzte Woche Dienstag, als Sascha noch bei mir im Stream war, falls ihr mich auf Twitch verfolgt, dann habt ihr das bestimmt gesehen, habe ich noch zu ihm gesagt, ich wette, das ist Kanjuro, weil Kanjuro war ewig in der Gefangenschaft von Deflamingo und Deflamingo hat für Kaido gearbeitet und auf einmal hatte halt Jack, einer von Kaidos Männern, eine Vivre-Card, um halt nach Su zu gelangen. Und ihm ist in der Gefangenschaft so lange nichts passiert. Und normalerweise ist Deflamingo ein ziemlich skrupelloser Typ, der die Leute einfach killt. Und das ist schon merkwürdig. Außerdem hat der Conjuro im Flashback selber keine große Rolle gespielt. Die haben halt andere Charaktere ausgefüllt. Das fand ich ziemlich fishy. Und ja, es ist tatsächlich Kanjuro. Und hier stellt sich, wird dann auch revealed, dass tatsächlich Kanjuro eigentlich richtig gut zeichnen kann mit seiner Teufelsfrucht, weil der Gag bei ihm war ja, dass er zwar mit seiner Tinte Sachen zum Leben erwecken kann, was er zeichnet, aber die sehen halt richtig kacke aus, weil er nicht gut zeichnen kann. Und hier sieht man dann tatsächlich auch, dass er eigentlich richtig gut zeichnen kann, denn Kinemon zögert dann nicht lange, hackt ihm sofort den Kopf ab. Und dann merken sie halt einfach, ja, nee, tatsächlich hier, das war nur ein Trugbild mit meiner Tinte und eigentlich kann ich richtig gut zeichnen. Was ich krass finde. Das ist halt wirklich ein schöner, guter Twist. Und nochmal, Yasui ist gestorben, um quasi den Plan nochmal zu verschieben und nochmal an einen anderen Ort zu packen. Und das alles war quasi sinnlos, weil Kanjuro, der miese Wichser, sie verraten hat. Das ist richtig hart. Also das finde ich sehr eindrucksvoll. Die Szene darauf ist aber nochmal so richtig, richtig krass, denn auf einmal sehen sie jetzt, sie laufen jetzt natürlich in eine Falle rein. Hier sind die ganzen Schiffe von Kaido schon, die auf sie warten. Und im Prinzip, ja, ist klar, dass die Samurai, die Vasallen von Oden jetzt sterben werden. Aber hey, auf einmal werden die Schiffe von Kaido angegriffen und die Sachen. Die Schiffe kommen aus dem Meeresboden raus, weil sie alle gecoatet wurden mit den Seifenblasen von Sabaody. Und man sieht hier schon Ruffy, sorry, dass wir zu spät kommen. Man sieht auf einmal Captain Kidd und man sieht hier auch Trafalgar Law. Die drei von der schlimmsten Generation sind am Start, greifen die Schiffe von Kaido an und bam, Alter, dieses Panel alleine, das ist das geil, Mann. So, das sieht halt, das ist mega geil. Du siehst diese drei. Und Ruffy sagt halt, wenn du auf der See kämpfst, dann kämpfst du gefälligst gegen Piraten. Vergreif dich nicht an den Samuraien. Richtig geiler Badass-Moment, Alter. Megamäßig. Ich finde dieses Panel so cool. Das ist halt so, jetzt wird so quasi das nachgeführt, was auf dem Sabaody-Archipel oder Sabaody-Archipel halt angefangen wurde. Wo sich die drei stärksten der schlimmsten Generation. Die drei schlimmsten Rookies, die es zu dem Zeitpunkt gab, schließen sich zusammen, um gegen die Marine zu kämpfen. Und das war halt eine richtig geile Szene. Und jetzt haben wir so eine Konstellation wieder. Ich finde das richtig geil, dass die drei sich jetzt verbünden und da jetzt auf die Kacke hauen. Und man sieht hier auch, also bei Kid kann man jetzt nicht so viele Unterschiede erkennen auf dem einen Panel, aber Law hat halt hier so eine Art, ja, schwarze Federbohr, was mich persönlich an Corazon erinnert hat direkt. Der ja auch so eine Art Mantel getragen hat. Und Ruffy scheint auch eine Art Kapitänsmantel zu tragen. Wenn man hier nochmal zurückgeht, dann sieht man zwar hier, er hat sein normales rotes Hemd an, aber hier, das sieht aus, als ob er da noch eine Art Umhang oder Regencape oder sowas hätte. Und wenn man dann halt auf die nächste Seite blättert, dann sieht man halt hier, dass er diesen hohen Kragen hat. Und das könnte, ich hoffe, wir sehen das halt im nächsten Kapitel, so eine Art Kapitänsmantel sein, so wie Gold Roger ihn noch getragen hat. Und das wäre richtig geil. Das würde mir so gefallen, wenn das jetzt quasi ab diesem Zeitpunkt, wo es wirklich so weit kommt, dass jetzt Ruffy und die anderen sich jetzt auch wirklich mit den Kaisern so richtig anlegen, so nicht dass nicht so eine Situation dabei rauskommen wird, so von wegen, hey, wie bei Big Mom, wir fliehen jetzt. Nein, sondern dass es jetzt richtig in den echten Kampf gegen die Kaiser geht und er jetzt auch anfängt, wirklich selber mehr piratenmäßiger auszusehen.
Fände ich mega geil. Fände ich super. Ist quasi überfällig, dass Ruffy quasi mehr wie ein tatsächlicher Piratenkapitän aussieht. Und ich bin mega gehypt. So, die nächsten Kapitel, ich erwarte jetzt eine krasse Seeschlacht. Ich glaube auch in den nächsten Kapiteln wird es so sein, dass dann ähnlich wie die Schiffe jetzt aufgetaucht sind, die ganzen anderen 4200 Männer, die sie ja eigentlich am Start hatten für das Manöver, wahrscheinlich auch mit den Schiffen aus dem Meer auftauchen. Wahrscheinlich hat Franky oder wer auch immer die dann auch gecoatet mit den Seifenblasen und die sorgen halt wahrscheinlich für den Überraschungsangriff. So, und das finde ich eine mega geile Szene. Ich habe jetzt richtig Bock. Das heißt, Wano geht jetzt in den nächsten Akt wahrscheinlich. Jetzt geht es wirklich um die große Schlacht. Jetzt müssen sie eigentlich in Onigashima einfallen. Und ich hoffe einfach mal, dass nicht nur Ruffy, Law und Kid einen eigenen Kampf bekommen gegen große, starke Charaktere, sondern auch der Rest der Strohhüte. Ich möchte endlich wieder die Strohhüte alle kämpfen sehen. Ich möchte, dass sie alle austeilen. Ich möchte im Prinzip Enies Lobby 2.0 haben. Und ich habe so Bock. Ich bin gerade so im Hype für die neuen One Piece Kapitel. Und das ist einfach nur geil. So, ich glaube auch, es kann jetzt bei Wano, also ich glaube nicht, dass es jetzt nochmal eine andere Pause geben wird oder eine Verstrickung von irgendwelchen anderen Ereignissen. Die müssen jetzt hier wirklich auf den Putz hauen und wenn Ruffy alleine Kaido besiegen würde, fände ich das auch immer noch zu früh. Das würde mit dem Power Scaling nicht passen. Also Ruffy kann nie im Leben, also Oda kann mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht glaubwürdig erklären, dass Ruffy alleine Kaido umklatscht. Das würde ich ihm einfach nicht abkaufen. Wenn er das macht, dann ist das Power Scaling komplett im Arsch. Wie damals bei Bleach oder so. Also hoffentlich macht Oda das nicht. Aber da wir jetzt Kids haben, da wir Ruffy haben, da wir Law haben, die alle Seite an Seite gemeinsam stehen und Kaido den Kampf erklären, glaube ich tatsächlich, dass wir am Ende so eine Art, ja, 3 gegen 1 Kampf, Ruffy, Law und Kids zusammen gegen Kaido kämpfen und dies quasi mit vereinten Kräften dann schaffen, am Ende Kaido zu besiegen. Und von mir aus soll Ruffy halt den finalen Schlag setzen, dass er den entscheidenden Moment dann später hat als Protagonist des Manga, okay. Aber wenn die drei zusammenarbeiten und gegen Kaido gehen, dann glaube ich das eher. Dann könnte ich denen das abkaufen, dass sie es schaffen, diese Bestie zu besiegen. Und ja, wenn das so kommt, bin ich gespannt, was bei One Piece noch alles passieren wird. Weil eigentlich bewegt sich der Manga langsam dem Ende zu, hat Oda ja selber schon mehrfach gesagt. Und es kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel kommen. Ich glaube, nach Wano müssen sie auf jeden Fall noch nach Elban. Das würde ich mir wünschen, die Rieseninsel. Und wenn sie bei Elban fertig sind, da könnte es dann auch von mir aus Hinweise auf Joyboy wiedergeben und den riesigen Strohhut, den wir bei Imo gesehen haben, beziehungsweise Im, warum der Strohhut halt so groß war. Wahrscheinlich war Joyboy ein Riese, ich weiß es nicht. Das könnte man da nochmal einführen, man könnte da Dr. Vegapunk nochmal einbringen und die Teufelsfrüchte vielleicht erklären und dann können sie wirklich in den finalen Arc gehen. Dann kann Ruffy all out gehen gegen Blackbeard und gegen die Weltregierung und gegen die Admirale und ja, ich bin auf jeden Fall gerade megamäßig im Hype. Mir hat das Kapitel richtig gut gefallen. Ich finde es geil, dass der Verräter halt entlarvt wurde. Und wenn man sich Kanjuro auch anguckt, siehst du auch hier nochmal. Der hat halt auch so eine... Ja, der ist im Prinzip so gezeichnet, wie Oda immer böse Typen zeichnet. Das ist mir halt auch erst im Nachhinein aufgefallen. Wenn ich das erste Panel von Kanjuro anguckt, dann sieht er halt nicht aus wie ein netter Typ. Und selbst diese wacky, seltsamen Charaktere, wie zum Beispiel Yasui, die sehen halt immer trotzdem irgendwie freundlich aus. Die sind in der Regel nicht evil. Aber Kanjuro ist halt auch schon so gezeichnet, wie Oda normalerweise die bösen Typen zeichnet. Und das finde ich mega cool. Ich finde, dieser Twist ist gut aufgegangen. Und ich bin wirklich gespannt, was er nächste Woche macht. Nächste Woche. Also, nächste Kapitel kommt raus am 22. März. Dann gibt es wieder ein Video von mir. Ich hoffe, das schaut ihr euch an. Und wenn ihr Hinweise habt, Anmerkungen, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin ja nicht allwissend, Alter. So, ich versuche nur meine Gedanken zu One Piece zu verbalisieren. Und gemeinsam, wenn ihr mir Kommentare schreibt in die YouTube-Videos, entdecke ich vielleicht wieder vollkommen neue Sachen. Und eure Meinung ist mir wichtig und eure Anmerkungen sind mir wichtig. Deswegen schreibt mir unbedingt unten was in die Kommentare. Ich lese das gerne. Es war ein geiles Kapitel. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschö mit Ö. Haut zu Barte. Wenn ihr mir ein Abo dalasst, wäre das super nett. Schaltet die Glocke ein, um immer zu wissen, wann ich was Neues hochlade. Besucht mal meinen Twitch-Kanal. Ich mache auch viel auf Instagram und Social Media. Und in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord.